Ich glaube, daran können sich nur noch ganz wenige erinnern. Das war von Reusch, das Torwarttrikot von Bodo Ilkner, Neongelb mit bunten Pfeilen. Ich habe es leider nicht mehr und darüber bin ich auch sehr traurig. Aber ich hatte es zu oft an. Ich muss sagen, ich finde trotz aller Kritik im Moment Manuel Neuer gehört zu den Besten der Welt. Er war lang verletzt, hat dann auch direkt WM gespielt, eine schwierige Phase bei Bayern gehabt. Aber grundsätzlich auf den einen Besten könnte ich mich jetzt nicht festlegen, da in der Weltspitze zu viele verschiedene Typen vertreten sind. Und dann einen zu nennen, das kann ich jetzt nicht. Alles. Auch da kann ich kein konkretes Ziel, weil ich bin jemand, ich möchte immer Neues kennenlernen. Ich möchte neue Erfahrungen machen, neue Länder, neue Kulturen kennenlernen. Und wenn ich irgendwo war, dann gern was anderes. Auch da könnte ich jetzt vieles anbringen, wobei, wenn ich mich auf eins reduzieren müsste, dann wäre es Pizza. Und dann am liebsten meine, denn die backe ich mit Leidenschaft, also komplett, Teig auch selbst machen, gehen lassen und so weiter. Und doch, Pizza wäre dann doch der Favorit. Ob es jetzt Sardellen, Kapern, schwarze Oliven sind oder mal Salsiccia, also auch da lasse ich der Kreativität, da lasse ich freien Lauf. Der Lieblingsort ist ganz klar abends Sonnenuntergang der Lorberg. Blick auf die Skyline, dann mit dem Klappstuhl hinsetzen, vielleicht noch eine kleine Musikbox, leise Musik im Hintergrund und einfach die Ruhe, den Ausblick genießen, den Blick auf Frankfurt. Ich muss sagen, das ist mein Highlight. Ganz klar, Backstreet Boys. Ich bin kein guter Tänzer, ich bin kein guter Sänger, deswegen brauche ich einfache Lieder, einfache Bewegungsrhythmen und in der Gruppe kann ich mich auch gut verstecken. Bis auf die 0-1 Niederlage, nur positiv. Ich habe es von Anfang an, und das ist ein großes Glück, was ich habe, genießen können. Ich war zum Glück nicht so aufgeregt und war mir auch in dem Moment bewusst, was ich hier erleben darf. Ich durfte für Eintracht Frankfurt mein erstes Bundesligaspiel machen in Wolfsburg. Darfst mit Kameras auf Top-Rasen, Top-Ball, Top-Ausrüstung spielen. Und das von daher, wie gesagt, bis auf die Niederlage war es ein unglaubliches Erlebnis. Auch da kann ich nicht ein einziges nennen, wobei es waren immer mehr einzelne Skills der Torhüter, die ich beeindruckend fand. Wie gesagt, die Beinarbeit von Gigi Buffon, Peter Schmeichel mit seiner Dynamik, Präsenz. Und so habe ich mich eigentlich schon als kleiner Junge immer eher die Fähigkeiten bewundert und die Art, wie sie dann gespielt haben und nicht den einen als Idol gesehen. Würde ich sagen, Tennis. Das macht mir also aktiv am meisten Spaß, wenn ich es spiele. Und ich gucke es auch sehr gerne. Und man braucht nicht so viele Leute, das kann man auch mal schnell organisieren. Also von daher, Tennis macht mir schon unglaublich Spaß. Also Fußball war auch nie mein Berufswunsch, weil ich habe es immer aus Leidenschaft gespielt. Ich bin nie aus Müssen, sondern immer aus Wollen zum Fußball gegangen und habe dafür auch gerne alle Strapazen, wie zum Beispiel Hausaufgaben im Bus machen oder weniger Freizeit mit Freunden, habe ich immer gerne in Kauf genommen, weil es mir das wert ist. Und es ist immer noch so, dass ich mich auf jedes Training freue. Aber einen Berufswunsch, einen konkreten, hatte ich auch als kleines Kind nicht. Ja, und jetzt kommen wir auch zu dem Erfolgsgeheimnis unserer Mannschaft. Denn auch da kann ich nicht einen nennen. Wir haben das Glück, dass wir alle Nationalitäten, alle Charaktere, alle Mentalitäten im Team haben und uns doch alle verstehen. Sicherlich gibt es mit Freddy und mit Trapper, meine Torwartkollegen, verbringe ich mehr Zeit, weil wir eben auch auf dem Platz viel unter uns sind und auch Themen haben, die uns einen und vor allem mit denen wir nicht mit anderen sprechen können. Aber sonst gibt es wirklich einige Spieler, mit denen ich mich super verstehe. Und auch hier kann ich nicht sagen, der eine ist wirklich mir mein Best Buddy. Aber es ist ja noch viel schöner, wenn man im Team ist, dass man sich mit ganz vielen versteht und es nicht auf eine kleine Gruppe reduziert.